Das würde kein Mensch widerspruchslos ertragen, tagtäglich willkürlich drangsaliert zu werden. Man muss sich das Leben auf der Westbank so vorstellen, ein zerstückeltes Land, von Mauern zerstückelt. Wenn die Israelis Mauern bauen wollen, sollen sie bauen zwischen Palästina und, oder zwischen den Palästinensergebieten und dem israelischen Gebiet. Nein, im Palästinensergebiet. 600 Kilometer. Bauern kommen nicht auf ihr Land. Ich bin mit einem Ambulanzwagen gefahren. Der kam nicht durch. Ich meine, das ist humanitär. Ich habe ein Kind erlebt und gesehen, das hat den Arm ab, weil sie Ausgangssperre, das Kind nicht ins Krankenhaus gelassen, er war vom Splitter zerfetzt worden. Das wäre zu retten gewesen. Ich habe in Hebron gesehen, da haben die palästinensischen Läden auf dem Weg, auf der kurzen Straße zur Moschee, der Abraham beerdigt liegt, Netze gespannt, weil die israelischen Siedler ihren Müll ausgießen auf die Palästinenser. Demütigung von Bethlehem nach Hebron, ich würde mal sagen 30 Minuten im Normalfall. Da fahren die 4 oder 5 Stunden, je nachdem wie viele Kontrollen das sind. Und an den Kontrollen, das muss ich mal ansehen. Soll damit Terrorismus bekämpft werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit Terrorismus bekämpft werden, dass Kinder gequält werden, dass Menschen unterdrückt werden, dass Menschen verachtet werden. Ich bin mit einem Palästinenser durch Hebron, da kam so, Entschuldigung, ein Schnösel von Soldaten nahm den Pass ab, ohne jeden Grund. Und auf die Frage, warum? Nichts. Ich habe gesagt, wir bleiben stehen, bis der Pass wieder da ist. In dieser Stunde hat dieser israelische Soldat dem Palästinenser 10 Mal mit seinem Gewehr an der Nase herumgespielt. Können Sie mal sagen, was da Terrorismusbekämpfung ist? Ich kann Ihnen sagen, was in dem Kopf des jungen Palästinenser vorgeht. So lässt sich kein Volk behandeln. Ein zerstückeltes Land. Wie sollen die einen Staat bilden? Das sind Straßen, da dürfen nur Israelis drauf fahren.